Oh, der Sonnenfisch. Der möchte reden mit uns. So, meine lieben Freunde, willkommen zum nächsten Part von Inner Space. Inzwischen auch schon der vierte Part, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ich habe das Spiel gestartet und bin gerade hier gelandet auf dem Bild, auf dem Bildschirm. Und was steht denn hier? Leben nach den Alten. Unzählige Jahrhunderte lang gefangen, webten sie ihre Häuser wie Äste um große Berge herum. Sie führten ein Leben des einfachen Niedergangs und zehrten widerbestrebens in sanften Parasitentum von vergangener Stärke. Sie lebten in der Hoffnung, dass dieser Zustand Weisheit und Erleuchtung bringen würde. Okay. Ah, gut. Ein bisschen gerade richten und Feuer frei. So, ich habe nochmal kurz nachgeschaut, auch ein bisschen, wie es weitergeht. Wir müssen uns hier in die Wellen begeben. So. Genau. Und müssen jetzt immer öfters hier rein. Reicht noch nicht. Also ich hoffe, dass das stimmt. Wir müssen dem jetzt folgen. Glaube ich zumindest. Ich hoffe, der Sound ist nicht zu laut, aber wenn, dann kann ich ja im Nachhinein nochmal abändern. So. Ich glaube, wir müssen nämlich immer wieder in den jetzt reinfliegen. Genau, hier. Und jetzt weitermachen. Der dehnt sich jetzt, glaube ich, immer mehr aus. Also auf das muss man aber erstmal kommen, dass man das immer und immer wieder neu machen muss. Klar, diese Bläschen, die sich in dem Radius hier ausbreiten, die habe ich schon vorher gesehen. Aber ich bin halt jetzt echt nicht drauf gekommen, dass man immer wieder in den reinfliegen muss. Oder auch nicht. Ja, genau. So. Uns hat's rausgeschleudert, Leute. Oh. Der Sonnenfisch. Der möchte reden mit uns. Hallo? So vieles ist mir widerfahren. Ich muss mal eine Weile nachdenken. Das warst du, nicht wahr? Du hast mich befreit. Zuerst vom Fels und dann vom Wind. Danke. Was mich betrifft, vor langer Zeit habe ich für die Bewohner dieser Welt den Weg erhellt. Sie haben mich als ein Halbgott verehrt. Sie nannten mich den Sonnenfisch. Und das wurde auch mein Name. Ich will dir alles erzählen, was dem Universum und mir widerfahren ist. Doch dieser Ort ist nur eine vorübergehende Zuflucht im Kosmos. Unsere gemeinsame Zeit hier ist kurz. Ich kann dir nur ein einziges Geheimnis verraten. Ein Halbgott ist kein göttliches Wesen. Und nur durch eines unsterblich, was, den Wind, den wir auf die eine oder andere Weise angehäuft haben? Mein prächtiges Licht hatte einen Preis. Dieser Preis ist der Wind von anderen Leben und anderen Orten. Als der Wind sich bei mir ansammelte, ließ er die Welt ausgedörrt und still hinter sich zurück. Das wenige Leben, das außer dir noch übrig ist, ist wahrscheinlich im Wind eines Halbgottes wie mir gebunden. Nun hast du bereits begonnen, diesen Wind zu befreien. Deine größere Bestimmung ist mir nicht bekannt, doch ich werde dir ein Angebot machen. Die Tage hier verwandeln sich in Dämmerung, die Bewohner meiner Welt sind schon lange verschwunden. Und ich kann mit dem Wind, den ich mir geliehen habe, nur noch wenig tun. Du kannst ihn nehmen. Als Gegenleistung bitte ich dich um Folgendes. Bitte trage meine Geschichte und die Erinnerungen an diesem Ort weiter. Kümmere dich auf deiner weiteren Reise um das, was noch übrig ist und sammle, was du kannst. Falls du das nicht tust, werden die Erinnerungen an diesen Ort und die Echos seiner Bewohner vergehen.
Wenn du die Erinnerungen mit dir nimmst, werden sie überdauern. Es bleibt nur noch wenig Zeit. Also als Symbol meines Vertrauens werde ich dir meinen Wind überreichen. Du kannst ihn haben, solange du eine einzige kleine Bürde übernimmst. Lass uns nicht in Vergessenheit geraten. Jo, den Deal gehen wir doch ein, oder? Was auch immer das bringt, wenn wir den Wind von dem bekommen. Und weg ist der Fisch. Tschüss, Sonnenfisch. Ja, da müssen wir wahrscheinlich reinfliegen, nicht? Oh, das Tor geht jetzt sicher auf da hinten, oder? Da hat sich so eine Art Portal geöffnet. Ich habe doch aber noch zwei Relikte zum Abgeben. Oh, das Wasser zieht sich auch zurück. So. Dann schauen wir doch mal. Wir müssen noch zu unserem Freund, weil wir haben noch zwei Relikte zum Abgeben. Genau. Liefern. Zwei Relikte. Zu alt für Worte an den Analysen weitergeleitet. Für Worte an die Analysen. Zu alt für Worte an die Analysen. Erhalten. Zu alt für... Was? Zu Hause des Sonnenfischs an die Analyse weitergeleitet. Aha. Ah, jetzt rede ich mit dem. Das war ein erstaunlicher Tag. Ich habe eine Drohne gebaut, die mit mir reden kann. Gemeinsam haben wir erfahren, dass es Halbgötter wirklich gibt und ich bin mir ziemlich sicher, dass das transversale Tor jetzt geöffnet und aktiviert werden kann. Nachdem wir gesehen haben, wie viel Wind von diesem Halbgott freigesetzt wurde, können wir vielleicht mehr tun, als nur dieses Tor zu aktivieren. Stell dir nur mal vor, wenn da draußen noch mehr Halbgötter mit genauso viel Energie wären. Stell dir vor, welche anderen Orte wir erforschen könnten. Klingt das nicht aufregend? In den Geschichtsbüchern werden Geschichten über den fantastischen fliegenden Kartografen zu lesen sein. Verschwinden wir von hier, Kart. Eine neue Welt erwartet uns. Möchtest du sonst noch irgendwas wissen? Nee, das ist alles. Denke an das, was darauf wartet, entdeckt zu werden. Gut. Irgendwas zum Abgeben habe ich nicht. Das heißt, wir können jetzt eigentlich durch das Portal, oder? Durch die Tür. Wo war denn die gewesen? Schauen wir nochmal. Kann das sein, dass wir jetzt auch ein bisschen schneller sind? Ich kann es nicht einschätzen. Ich weiß es nicht. Verdammt, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Außerdem wird mir langsam manchmal ein bisschen schwindelig von... Wenn ich nicht weiß, wo hier unten und oben ist. Wo war denn nochmal das Tor gewesen? Da, hab's gefunden. Da hinten ist es. So. Da müssen wir durch. Bin ich gespannt, was uns erwartet. Let's go. Sehr schön. Driften und Tauchen sammeln Kraft für deinen plötzlichen Geschwindigkeitsschub an. Das kann in Räumen gefährlich sein. Sei vorsichtig. Wieso gefährlich? Man könnte doch sowieso nicht kaputt gehen, oder? Kann man kaputt gehen hier? Wir sind in dem nächsten Raum. Also in der nächsten Höhle, was auch immer das hier sein soll, ne? In der Sonnenkammer befinden wir uns. Dann gucken wir doch mal.
Oh, das sind Hände. Das sehe ich erst jetzt. Oder das sieht zumindest aus wie eine Hand. Und da sind wir. Das war die Hauptstadt des Universums. Das ist der Geburtsort der Alten, meiner Ahnen. Diese Kammer hat unsere Zivilisation während des goldenen Zeitalters der Expansion der Grenzen mit Energie versorgt. In ihrer Blütezeit hat es in dieser Kammer von Leuten, Drohnen und Wildtieren nur so gewimmelt. Weißt du, ich glaube nicht, dass ich die Nerven hätte, ohne Begleitung auf Besuch zu kommen. Danke für deine Hilfe, hierher zu kommen und dafür, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Über den Sonnenfisch. Ich kämpfe noch damit, die Bedeutung dessen zu erfahren, was wir dort erlebt haben. Ein Halbgott, lebendig und in Bewegung. Wenn ich daran denke, in diesem Käfig zu leben und mein Leben lang die ganze Kammer zu erleuchten. Er hat mir seine Geschichte erzählt. Das, hast du mit dem Halbgott gesprochen? Was hat er gesagt? Hat er an seiner Programmierung herumgefummelt? Hat er nach Rache gedürstet? Hat er deshalb die Alten angegriffen? Er hat von Erinnerungen gesprochen. Ich verstehe. Weißt du, ich glaube, ich stimme zu. Ein gutes Argument, Kartograf. Denke an die Relikte, die du entdeckt hast. Sie erzählten von der Geschichte des Universums und derer, die hier gelebt haben. Ihre Schöpfer sind durch sie unsterblich geworden. Doch was nutzt das, wenn wir niemanden haben, mit dem wir ihre Geschichte teilen können? Was wird aus der Geschichte des Sonnenfischs werden? Was wird aus der ganzen Geschichte des Universums werden? Das alles wird verschwinden, es sei denn wir bringen es woanders hin. An einen Ort, der gedeiht, an einen Ort, der lebt, an einen Ort, den wir zu Hause nennen können. Das Universum verlassen? Ah, gesprochen wie ein wahrer Kartograf. Genau, finden wir einen Weg hinaus. In letzter Zeit habe ich tatsächlich genug erlebt, das mich denken lässt, dass viel von dem, was ich für Mythen gehalten hatte, in Wirklichkeit ein Teil der Geschichte dieses Ortes ist. Ich habe stichhaltige Beweise dafür gefunden, dass es Halbgötter wirklich gegeben hat. Jetzt sehe ich die legendäre Sonnenkammer, den Ursprung der Alten mit eigenen Augen. Wenn diese Legenden wahr gewesen sind, welche anderen Geschichten können dann ebenfalls wahr sein? Weißt du, angeblich haben die Alten kurz vor dem Untergang ihrer Zivilisation versucht, das Universum zu verlassen. Bestimmte Texte weisen auf eine gescheiterte Übergang, das heißt auf den Versuch, ein transversales Tor zu bauen, das sie jenseits des Universums bringen könnte. Dieses endgültige Tor muss einzigartig gewesen sein, wenn man an seinen Zweck denkt. Irgendwo muss es Beweise für seine Existenz geben. Falls es einen Beweis gibt, dann kannst du ihn bestimmt finden. Du hast die Fähigkeit, Verschlossenes zu öffnen und Verlorenes wiederzufinden. Ich bin sicher, dass du es finden kannst. Durchkämme diese Kammer und finde alle Relikte. Ich werde versuchen, sie zu entschlüsseln. Dann werden wir ja sehen, ob wir einen Weg finden können, um dieses transversale Tor zu aktivieren. Machst du mit, Kartograf? Finden wir einen Weg, um aus diesen sterbenden Welten zu entkommen und die Geschichte dieses Ortes an andere weiterzugeben. Nun, es gibt noch sehr viel zu tun. Machen wir uns an die Arbeit. Möchtest du sonst noch irgendwas wissen? Nö, alles klar. Alles gut, so wie es ist. Flieg weiter, ich werde dich bald wiedersehen. Und jetzt? So, meine lieben Freunde, bevor wir aber starten, um hier die Sonnenkammer zu erkunden, möchte ich mich leider an diesem Punkt von euch verabschieden, für den Part, nur für den Part. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, probiert mich doch ein bisschen zu unterstützen, indem ihr das Video teilt oder mir ein nettes Kommentar schreibt oder mir einen Daumen nach oben gibt. Und ansonsten würde ich sagen, ja, sehen wir uns zum nächsten Teil wieder. Checkt auch meine anderen Projekte aus. Was habe ich noch? Elex zum Beispiel oder Fade to Silence. Und jetzt starte ich auch ein neues Projekt noch heute Abend. Und ja, wünsche euch trotzdem noch einen schönen Abend, haltet die Ohren steif und ciao.